Grüß Gott, mein Name ist Alexander Nischwitzer und ich möchte kurz einen kleinen Test hier zeigen mit einem 3D-LED-Fan, so nennt sich das. Das ist circa mit 1 Meter Durchmesser, das wird sich dann drehen. Das Besondere ist daran, dass es direkt ein Videosignal per HDMI nimmt und ich möchte damit nachher zwei kleine Installationen herzeigen, die wir entwickelt haben. Das eine ist für einen interaktiven Globus und das zweite ist, wo man mit Käfern analysieren und die nachher beobachten kann. Das Ganze schalte ich jetzt ein, dann dreht sich es relativ schnell und dann wird der aktuelle Bildschirm dargestellt. Wie schon gesagt, ist ein Test für das Grazer Kindermuseum, speziell für die Ausstellung 2025 im COSA, genannt Flip. Ich schalte es einmal ein. Man sieht schon, es setzt sich in Bewegung. Das Bild ist schon da. Und ich starte mal die erste Applikation. Was ich jetzt hier machen kann, ich kann das über die Hand steuern, interaktiv und mir bestimmte Informationen anzeigen lassen. Der Globus funktioniert natürlich perfekt, weil auch die Anzeige rund ist. Ich habe hier verschiedene Modi und kann umschwenken. Schaut sehr holographisch aus, das Tolle, wenn der Hintergrund, man kann durchschauen, das Einzige, wo man aufpassen muss, weil es sich sehr schnell dreht, dass man nicht mit dem Finger und so weiter hingreift. Das ist jetzt sozusagen auf diese Art voll ausgefüllt. Ich zeige noch eine zweite Applikation her. Hier ist es dann interessant, weil der Hintergrund schwarz ist, damit wirkt das nachher noch mehr Schwere. In dem Fall sieht das Käfer. Die ich hier einfach von allen Seiten anschauen kann. Cooler Effekt, schwebt natürlich. Man muss da nur schauen, wie man das optimale Zusammenspiel zwischen Visualisierung und Darstellungsbereich, Hintergrund etc. findet. Ich schalte wieder mal aus. Da sieht man, wie das Ganze funktioniert und aufgebaut ist. Danke.